herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute einen mal richtig coolen Mod, nämlich den Europa Truck Stop Mod. In der Version 1.0. Was ist das genau? Ihr werdet das jetzt einfach mal sehen. In dieser Version 1.0 ist jetzt erstmal das, jetzt muss ich ganz kurz nachgucken, das Road to Black Sea ist jetzt hier mit dabei oder ist erstmal nur, das ist die Version 1. Was es genau bedeutet, zeige ich euch jetzt mal. Wir haben hier einen ganz normalen Rastplatz und so ist es hier mal dargestellt, dass hier viele LKWs rumstehen. Ne? Als, ja, ich will es nicht sagen Standmodelle, aber erstmal so als, ja, so als LKWs. Ne? Die werden halt hier einfach reingesäppt im Spiel. Und wir gehen hier rüber zu dem, da sieht er das hier jetzt mal. Wir sind ja irgendwo an der Autobahn in Timbuktu, genau, da irgendwo bei Bukarest. Da könnt ihr es hier sehen, hier ist das Gleiche. Ne? Also ist alles ein bisschen vergrößert und hier stehen sehr viele LKWs rum. Und sieht dann dementsprechend auch alles ein bisschen belebter aus. Und das ist das, was wir eigentlich als Mods brauchen. Hier hinten genauso. Hier überfüllte kleine Mini-Tankstelle. So muss das sein. Ne? Was jetzt natürlich nicht fehlen darf, sind natürlich auch Autos. Die haben wir jetzt hier erstmal nicht. Aber egal, wir haben überfüllte Parkplätze. Rasthöfe. Das ist das, was wir wollen. Und es ist eigentlich egal, auf was für ein Rastplatz ihr hier steht. Also ihr seht, ich bin mit von der Kamera oder von dem Rastplatz wieder hier mit der Flycam geflogen und schon ist der Rastplatz jetzt hier wieder etwas voller. Das hier ist mein LKW hier, der hier mit dem Schubboden und schon ist er wieder ein bisschen voller geworden. Ihr seht es hier anhand des der Bilder, das sieht alles richtig cool aus. Und das habt ihr nicht nur hier bei diesen Parkplätzen, nicht nur bei diesen Parkplätzen, sondern auch bei den Parkplätzen in der Stadt. Das will ich jetzt gleich mal zeigen. Jetzt muss ich mal ganz coolen Screenshot machen, weil das gefällt mir. Ja, zack. Zack, Screenshot. So, dann gehen wir jetzt. Ich mache es am besten mit der Flycam, weil dann können wir es am besten zeigen, wie das aussieht. Wir fliegen jetzt nach Pitesti. Da haben wir nämlich auch so einen kleinen Parkplatz. Jetzt passt mal auf. Ein bisschen größer machen hier die Dinge. Da haben wir hier doch irgendwo einen Parkplatz. Ne? Wo war das hier? Da vorne ist Tankstelle, genau. So, da vorne Tankstelle. Da kann man schon gut sehen. So, jetzt seht ihr das hier. Anhand als Beispiel, hier stehen zum Beispiel ein paar LKWs und hier dann natürlich auch. Ne? Hier, zack, könnt ihr das gut sehen. Das wirkt halt dann alles sehr realistisch. Heute habe ich einen Sprachfehler, keine Ahnung. Sehr realistisch aus. Das gefällt mir halt einfach, ne? Das muss so sein. Und wie schon gesagt, in dieser Version ist es jetzt erstmal nur so, dass das hier fürs Road to the Black Sea ist. Ja? Und im nächsten Update kommt dann erstmal Behind the Baltic Sea. Dann kommt Bella Italia, Skandinavien, dann kommt Frankreich DLC, dann kommt Going East. Und in der Version 1.6, dann kommt dann Zentraleuropa, das spricht dann Österreich, Deutschland. Ne? Ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass Deutschland zuerst kommt. Nein, ist halt nicht passiert, ist aber auch Bockwurst. Ich bin froh, dass es so einen Mod jetzt gibt. Und dass das jetzt hier ja, ein bisschen lebhafter alles wirkt. Ne? Also jetzt auch nochmal, ist egal zu welcher Tankstelle ihr hinfliegt, ob das jetzt hier irgendwo am Land ist oder auf der Autobahn, ist es Bockwurst. Überall ist Tohu Wabohu an den Rastplätzen geboten. Und das macht natürlich auch Spaß, wenn man hier hinkommt und sagt, oh, guck mal, hier ein paar LKWs sind da. Genau. Ich könnte jetzt, wie schon gesagt, ich brauche jetzt hier nicht jeden Rastplatz anfliegen, weil das wird jetzt hier keinen Sinn machen. Ich wollte euch einfach nur hier und da welche zeigen, damit ihr seht, dass es auch funktioniert. Auch hier wieder. Wo sind wir hier? In. Keine Ahnung. Das ist das gleiche. Was, da ist wieder hier, genau. Oh, hier ist nicht so viel los. Oh, guck mal. Hier ist bloß ein LKW. So. Aber wie schon gesagt, es zieht sich jetzt hier durch, egal wo ich hinfliege. Ne? Dann habt ihr überall diese Parkplätze hier mit den LKWs. Genau. Hier ist noch ein großer mit dabei. Hier seht ihr das. Hier switchen dann auch noch ganz viele mit rein mit der Flycam. Genau, dass ihr es einfach mal so gesehen habt. So sieht es dann aus. Coole Geschichte, coole Sache. Und das ist jetzt auf alle Fälle die Version 1.0. In dem Fall jetzt Road to the Black Sea. Im nächsten Update halt kommt dann Behind the Baltic Sea. Genau, und dann geht es halt so weiter. Ich, ja, genau. Ihr könnt es natürlich noch kombinieren, indem dass ihr das Paint the Truck Traffic Paket von Jessicat nutzt oder das Trailer Traffic Paket von Traffic Maniac. Dann noch Recompany Logos oder. Das könnt ihr auch noch nutzen, dann sieht es ja noch ein bisschen noch besser aus. Ne? Gerade mit Jessica sein Worten, wo die LKWs dann noch beschriftet sind.
Ich nutze jetzt hier natürlich das STS Trailer Paket, deshalb sind hier verschiedene Trailer mit enthalten. Ja, kann man gut erkennen. Aber ansonsten, ja, wenn ihr gar kein Mod könnt, auch die Standard STS Trailer nutzen. Das ist wurscht. Aber nur, dass ihr es mal seht und gehört habt, dass ich das hier so nutze und auch funktioniert. So, habt ihr Fragen dazu, dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten lasst einen Daumen da, finde ich echt cool Mod. Mir gefällt er. Alles ein bisschen lebhafter hier. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Daumen da lassen, Abo vom Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und wie schon gesagt, falls Fragen sind, einfach kommentieren. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, kommt gut rum, bleibt gesund in dieser Scheißkrise, muss man wirklich mal so sagen. Und bis bald.